Also, ich heiße Carina Kühne, bin 34 Jahre alt und ja, und ich wohne mit meiner Mutter und mit meinem Bruder, also praktisch mit meiner Familie, sie halt Jungheim. Und ja, und jetzt freue ich mich halt, dass ich halt hier in Bremen bin und bin schon gespannt auf die ganzen Fragen, die mir gestellt werden. Könnten Sie bitte berichten, wie Sie selbst Ihre Schule erlebt haben? Okay, jetzt geht das Thema mit der Schule an. Ja, so gerne. Also mit der Schule, also ich kam in einen Regelkindergarten und halt auch in eine Regelschule. Und ja, also am Anfang, ja, da war ich erst am Anfang in der Grundschule gewesen. Und halt auch, kam ich halt auch erstmal in die erste Klasse. Und ja, und da habe ich ja jetzt eigentlich auch schon oft schon erzählt mit meiner Klassenlehrerin, dass sie das gesagt hat, ja, ich habe das Down-Syndrom, ich kann das nicht können. Und wenn ich halt auch immer die gleichen Matheaufgaben lernen wollte wie meine Klassenkameraden, was hat sie gemacht, hat es mir aber ausradiert. Wenn ich gesagt habe, ich kann das nicht können, habe das Down-Syndrom, also kann ich das nicht. Und dann habe ich auch eine Zwangsanweisung in die Sonderschule bekommen. Das wollte man nicht akzeptieren, haben dann halt auch weitergesucht. Und ja, also manchmal versteht man gar nicht, warum sie überhaupt so viel überhaupt Macht hatte, meine Klassenlehrerin. Dass sie das wirklich gesagt hat, dass ich das nicht können darf und dass ich da nicht die Matheaufgaben mitrechnen durfte wie meine Klassenkameraden. Und so. Und ich durfte auch nicht mal die Fahrradprüfung irgendwo machen. Da hat sie dann gesagt, ja, also entweder du verschwindest mit deiner Mutter oder ich steige mit den Kindern wieder in den Bus und fahre zurück. Da habe ich auch mal sowas zu hören gekriegt. Und das war natürlich auch nicht schön. Das fand ich irgendwie auch irgendwie traurig. Und dann irgendwann ging es ja dann doch, dass ich dann das dann doch machen durfte. Ich durfte dann mit den anderen Schülern dann halt die Radfahrprüfung dann doch machen und abwägen. Ja. Aber dann habe ich dann halt von meiner Klassenlehrerin sowas zu hören gekriegt. Und dann, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, dann bekam ich dann halt die Zwangsanweisung in die Sonderschule für Lernhilfe. Das wollte man natürlich dann nicht akzeptieren, haben dann weitergesucht. Dann durfte ich da mit Mühe und Not die vierte Klasse wiederholen. Was halt natürlich halt leider dann halt auch nicht möglich war. Ja. Dass sie gesagt hat, dass ich dann so das Klassenziel nicht erreichen werde und was bringt das und so. Wer hatte das gesagt? Ja, meine Klassenlehrerin. Also, dass sie dann gesagt hat, es würde sowieso nicht gehen und ich würde sowieso das Klassenziel nicht erreichen, aber wir haben das dann mit Mühe und Not dann geschafft, dass ich dann die vierte Klasse wiederholen durfte und dann kam ich dann halt auch auf eine Gesamtschule. Ja, und dann. Und hat das da dann besser geklappt? Ohne die alte Klassenlehrerin? Ja, also dann nachher, wo dann meine Klassenlehrerin dann nicht war, ja, dann hat es dann irgendwie dann halt auch viel dann auch besser geklappt. Also, ging eigentlich ganz gut. Dann konnte ich dann, wo ich dann auf der Gesamtschule da war, dann habe ich dann auch einen guten Schulabschluss machen können. Also einen richtig guten Hauptschulabschluss. Und dann Notendurchschnitt von 2,3. Und Englisch war mein Lieblingsfach, habe ich eine einzige 1 gehabt. Das war natürlich auch ganz schön. Das geht ja nicht. Aber irgendwie am Anfang irgendwie. Schüler mit Förderbedarf geistiger Entwicklung können ja kein Englisch, sagt man ganz oft. Ja, stimmt. Und manchmal habe ich auch sowas auch manchmal zu hören gekriegt, wie zum Beispiel, geht das denn überhaupt und so? Das halt auch, da waren halt auch mal so viele Beklemmungen gewesen, wie zum Beispiel, wird das denn gehen oder geht denn das und so? Ja, mit Englisch und sowas, sollte ich da lieber mit einem Sonderpädagogen in der Ecke sitzen und da was anderes machen oder so? Aber zum Glück war das ein Irrtum. Konnte gut mitmachen, Englisch war mein Lieblingsfach und habe dann auch eine einzige Nase gehabt. Aber was dann manchmal für komische Erfahrungen dann mal rauskommen. Und wurden Sie aufgrund des Down-Syndroms in der Schule dann unterschätzt? In Bezug auf Schule, ja, das hatte ich ja eigentlich jetzt schon öfters gesagt. Das war eigentlich nur, das Mangel ist eigentlich mit meiner Klassenlehrerin eigentlich gewesen. Also mit meinen Schülern kam ich eigentlich sonst immer ganz gut zurecht. Und mit denen habe ich mich immer sehr gut verstanden. Die haben auch immer meine Ranzen getragen. Das war immer ganz lustig. Obwohl ja die Lehrerin das ja denen ja eigentlich auch verboten hat. Die durften das nie machen.
Und dann haben sie mal gesagt, ach nee, wir machen es trotzdem. Und dann haben sie immer das dann gemacht, meine Ranzen getragen und so. Und die sollten dann halt auch sowas machen, wie zum Beispiel, sollten mich immer bevormunden und an mir rumzoppeln und machen und tun. Und das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja einfach, sagt einfach auch ganz normal lernen. Und die hat mich halt sozusagen, der hat mich halt, wie gesagt, einfach nicht lernen lassen. Ich wollte das nicht, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht können, ich habe das Down-Syndrom. Und dann sollte ich dann auch, ich durfte dann nicht mehr die vereinfachte Ausgangsschrift schreiben, wie meine Klassenkameraden, dann sollte ich auch noch Druckschrift schreiben. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das wäre halt irgendwann halt auch schwer gefallen, mehr Druckschrift schreiben und so. Und dann kam da halt auch öfter mal, dass ich, also wie die da drauf gekommen ist, möchte ich auch mal wissen. Da hat sie dann auch mal gesagt, da sollte ich dann halt auch ganz was anderes machen als meine Klassenkameraden. Da sollte ich da auf einmal schreiben, heute ist Montag. Montag ist der erste Tag der Woche. Dann sollte ich den nächsten Tag, heute ist Dienstag. Dienstag ist der zweite Tag der Woche. Und dann fortlaufend. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, die hat ja wohl eine Meise. Irgendwie denke ich manchmal so ein bisschen, was kann ich ja nicht machen. Und irgendwo hat das halt irgendwie für mich halt auch irgendwie ein Vorurteil. Also mich halt praktisch halt abschieben wollte. Weil ich ja da, ich habe schon mal gesagt, mit der Zwangsanweisung in der Sonderschule für Lernhilfe. Und es war halt irgendwie halt auch nicht schön für mich gewesen. Halt auch. Und deshalb entstehen halt auch leider auch oft halt immer diese Vorurteile. Die Zwangseinweisung, mussten Sie denn tatsächlich an die Sonderschule gehen oder haben Sie dann die Grundschule gewechselt oder wie war das? Oder durften Sie dann doch an der Grundschule bleiben? Ja doch, also es war ja dann nachher dann so, dass ich ja dann, wie ich da vorhin schon gesagt habe, dass ich ja dann sehr dann doch immer wiederholen durfte, dann die vierte Klasse, okay. Die Grundschule ja eigentlich auch. Aber eigentlich musste ich ja dann auch irgendwann, halt ja dann auch wechseln dann halt auch irgendwann. Also, ich durfte halt schon die vierte Klasse wiederholen. Ich durfte ja schon an der Grundschule erstmal dann schon bleiben. Und ja, also es war ja dann halt auch, ja stimmt, es war halt auch mal eine andere Grundschule halt auch mal gewesen, wo ich dann halt auch eine andere Grundschule besuchen durfte. Und ja, und dann kam das dann halt, dass ich dann halt auch bald auf eine Gesamtschule dann gehen durfte und dann, wo ich dann halt auch einen ganz normalen Hauptschulabschluss machen durfte. Und ich finde das auch trotzdem halt auch immer noch so rührend. Das war, glaube ich, der Rektor, das fand ich auch mal ganz toll. Der ist von seiner Hochzeit weggegangen, um mich dass er mich dann da eingeschult hat. Also das fand ich echt toll. Der ist von seiner Hochzeit, da von seiner Frau weggegangen, um mich, dass er mich dann da hätte einschulen können. Und dann habe ich gedacht, das finde ich echt rührend. Von seiner Tochter, ja. Was sollten Lehrkräfte von Schülerinnen mit Down-Syndrom beachten? Naja, also denke ich halt ganz einfach, in Bezug halt auch auf die Inklusion. Ja, also dass halt die Schüler halt unvoreingenommen, denke ich, sein sollten, finde ich, denke ich. Und ja, dass sie halt das halt auch so sehen, dass halt auch in Bezug halt auch auf die Inklusion, dass das halt eigentlich auch ganz selbstverständlich sein sollte, finde ich. Also, und halt auch in Bezug halt auch auf den Lehrer, dass sie halt auch, gut, sie sagen zwar, sie brauchen eine Zusatzausbildung und so. Ja, ich meine, mag ja sein, dass sie die Zusatzausbildung brauchen. Aber für mich wäre es eigentlich wichtig, die Bereitschaft der Lehrer. Dass sie halt auch ganz normal auch Menschen mit Behinderung mit Down-Syndrom halt unterrichten dürfen. Mit welchen Fragen sollten sich Studierende beschäftigen, die jetzt Lehramt studieren? Ja, eigentlich auch eine schöne Frage. Also, ja, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt als Beispiel jetzt irgendwo jetzt fragen würde, wenn zum Beispiel, ja, wie sehen Sie denn zum Beispiel die Inklusion oder zum Beispiel? Oder können Sie sich überhaupt vorstellen? Ja, in Bezug halt auf die Inklusion, ob sie da vielleicht irgendwie halt auch denken würden, dass wir zum Beispiel etwas nicht können und so. Wie sieht das zum Beispiel sehen? Ja, in Bezug auf Inklusion. Wie kann man uns zum Beispiel fördern? Zum Beispiel. Okay.
Es gab bei Ihnen an der Schule eine Sonderpädagogin und eine Klassenlehrerin. Mhm, genau. Und wie haben die zusammengearbeitet? Können Sie das vielleicht beschreiben? Also ehrlich gesagt, war es zwar nicht so gerade so ganz lustig, aber ja, es war schon irgendwo interessant, also schon auch interessant. Also wir hatten ja zwei Lehrer gehabt, eine Sonderpädagogin und eine Rektorin. Und die konnten einfach partout einfach nicht zusammenarbeiten. Also das war irgendwie komisch. Also die haben praktisch so gegen Rücken dann miteinander gearbeitet, Rücken zu Rücken. Die konnten sich einfach nicht verstehen miteinander. Und irgendwo finde ich das halt irgendwo traurig, finde ich das halt irgendwo schade, dass man so Rücken und Rücken gegeneinander steht, wenn man sich so gar nicht versteht. Und dann steht man dann auch noch vor einer Klasse mit Kindern, mit Menschen zum Beispiel mit Behinderung, mit Down-Syndrom, und da steht man Rücken an Rücken. Ich meine, so kann man doch nicht mit Schülern lernen, finde ich. Und irgendwo war das halt schon. Und dann war die Sonderpädagogin immer für Sie zuständig und die Klassenlehrerin für alle anderen? Oder wie war das aufgeteilt? Na, also ich denke eigentlich eher weniger. Also, weil ich ja, hatte ich ja schon öfters jetzt schon mal gesagt, weil ja meine Klassenlehrerin ja das ja nie wollte, dass ich was lernen darf bei mir. Eigentlich ja für mich hat auch mein Lernen eigentlich immer sehr, sehr wichtig war. Sie wollte ja eigentlich ja nicht, dass ich was lernen durfte und so. Und als dann halt auch die neue Rektorin, ja, bei der konnte ich ja dann auch wieder mitmachen. Ich konnte ja dann auch gegen meine Klassenlehrerin wieder alles mitlernen. Ja, was ich natürlich bei meiner Klassenlehrerin das ja nicht durfte. Und da war es dann halt schon besser. Also als dann die Klassenlehrerin, die wir da hatten, die hat ja dann ja, mit uns dann ja, gearbeitet. Und ja, da war es dann halt nicht so schön. Ne? Aber als dann halt die andere Lehrerin war, also die Rektorin, die neue Rektorin, die mich ja eigentlich auch dabei unterstützen wollte, naja, bei der war es halt natürlich schon besser. Ich durfte halt auch am Kochkurs teilnehmen, das war auch mal ganz schön. Und da durfte ich halt, wie gesagt, dann halt auch richtig dann halt auch lernen, weiter lernen. Was sie das natürlich ja dann nicht wollte. Was hat Ihnen am besten gefallen von Ihrer Schulzeit? Ja, was mir am besten gefallen hat, also mit den Kindern konnte ich mich eigentlich auch sehr, sehr gut verstehen. Und das war halt auch immer sehr schön gewesen mit den Kindern. Aber Mangel war halt bei den Lehrern, bei meiner Klassenlehrerin. Aber mit den Kindern konnte ich mich eigentlich recht ganz gut verstehen. Und haben dann immer mal einen Nachmittag gehabt, wo sie dann auch mal zu Hause waren und so. Und mir und haben dann auch einen schönen Nachmittag gehabt. Hat man dann halt auch immer spielen zusammen und die hatten keine Berührungsängste mit der Inklusion gehabt. Mit denen konnte ich mich eigentlich sehr, sehr gut verstehen. Und irgendwie hat es mir halt auch immer Spaß gemacht, auch mit denen halt auch zu lernen. Aber mit der Klassenlehrerin, das war dann nicht so schön. Ja. Wie haben Sie den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt erlebt? Ja, jetzt kommt die Arbeit. Naja, also Schule zur Arbeitswelt. Naja, also das war halt auch nicht gerade immer so einfach gewesen. Gut, meine wäre eigentlich schöner gewesen. Wir hätten eigentlich weitergemacht. Ja, hätte eigentlich auch, denke ich, auch vielleicht auch Realschule machen sollen. Da hätte ich irgendwie vielleicht weitermachen sollen. Aber naja, dann irgendwann war halt dann irgendwann die Luft und halt auch dann irgendwann draußen. Und dann ging es dann halt mit Ausbildung und halt auch Beruf und mit der Arbeit dann halt auch weiter. Ja, und da habe ich dann auch ganz viel gemacht, so im Arbeitsbereich. Zum Beispiel habe auch in ganz vielen Arztpraxen zum Beispiel gearbeitet. Und halt auch im Kindergarten, also eigentlich erst am Anfang Kindergarten, ganz viel in Kindergärten und in Arztpraxen. Und das, was ich aber auch vorhin auch schon gesagt hatte, halt auch im Altenpflegeheim, Seniorenheim, da habe ich dann halt auch mal ein Praktikum gemacht und dann sollte ich halt da auch die Ausbildung machen.
Und ja, sowas. Und da habe ich halt auch im Café gearbeitet. Servicekraft im Café. War irgendwie auch ganz schön. Da durfte ich halt auch mein Hobby mit einbringen, weil ich ja auch Klavier spiele. Durfte ich da auch mal von 2 bis 3 Stunden Klavierkonzerte geben. War auch ganz schön. Dann habe ich in Mainz gearbeitet. In PEP-Praxis für Entwicklungspädagogik in Mainz. Da musste ich halt immer mit dem Zug fahren. War auch mal ganz schön weit gewesen. Dann habe ich dann halt im Supermarkt dann halt auch gearbeitet. Das war CAP-Markt heißt das, heißt Chance, Arbeit, Perspektive. Da habe ich dann auch im Supermarkt gearbeitet. Also es war ein integrativer Supermarkt. Und manchmal durfte ich halt dann auch mal an die Kasse. War auch ganz schön gewesen. Ja, und ja, da habe ich eigentlich ganz, ganz viel gemacht. Und ich schreibe halt ja auch immer ganz viele Bewerbungen. Und das ist halt manchmal halt auch nicht so einfach. Das ist halt irgendwie halt auch sehr, sehr schwer halt auch. Mit der Arbeit und so. Da schreibt man halt immer so viele Bewerbungen und dann manchmal ist es dann so, da kommt dann halt irgendwie halt auch nicht so richtig was zurück. Ne? Bei manchen Bewerbungen, die schmeißt man zum Beispiel auch zum Teil halt auch einfach nur in den Mülleimer oder so. Das ist ja dann auch nicht so schön. Dann bekommt man dann die Bewerbung gar nicht erst zurück. Und das ist dann halt irgendwie dann auch nicht so toll da. Ne? Und hat die Schule Sie da irgendwie unterstützt bei dem Übergang in den Arbeitsmarkt? Oder war das sozusagen alles Initiative von Familie? Nee, also eigentlich war es eher mehr nur mit Familie eigentlich immer gewesen. Ich hatte eigentlich auch 19 Monate einmal auch in einem Waldorf-Kindergarten auch mal gearbeitet. Habe ja auch im Kindergarten halt auch gearbeitet mal. Hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, halt auch mal mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe ja auch einen sehr guten Umgang mit Kindern und mag eigentlich auch sehr gerne Babys. Finde die auch immer ganz niedlich, halt auch so mit Babys halt auch zu arbeiten, halt auch so mit kleinen Kindern. Ja, dann wollte ich dann halt auch da auch eine Ausbildung machen, aber es ging dann halt irgendwo leider nicht. Wird halt wahrscheinlich auch in Hessen wahrscheinlich auch nicht anerkannt. Und ja, und in Bezug halt auch mit den Finanzen, das ist natürlich halt auch schwierig. Da hätte ich auch nur, wie gesagt, nur 100 Euro bekommen. Und davon kann man ja leider halt irgendwann halt auch nicht leben. Und mit 100 Euro, ich meine, hätte ja da gerne weitergemacht, damit es auch viel Spaß gemacht hat, aber nur 100 Euro, das ist schon ein bisschen sehr wenig. Und dann habe ich da weitergemacht. Und das alle hatte ich ja schon erzählt da mit der Altenpflege, mit dem Altenpflegebereich, Altenpflegeheim, wo ich da meine praktische Ausbildung machen sollte. Da wurde ich dann halt auch ganz massiv gemobbt. Also mit den Bewohnern bin ich halt sonst immer ganz gut zurechtgekommen. Mich halt auch gut mit denen halt auch ganz gut verstanden. Aber in Bezug jetzt halt auch auf Altenpflegebereich, ja, da wurde ich halt auch ganz schön massiv gemobbt. Und das war halt dann auch nicht so eine schöne Erfahrung. Da sollte ich dann halt auch ganz woanders dann halt Betten machen und so. Das war dann halt auch nicht so schön. Ja, und da habe ich dann halt nach dem Probehalbjahr dann aufgehört. Ne? Hatte ich ja schon gesagt, wie das mit einer Stationsleiterin war. Dass er gesagt hat, wenn sie nicht Urlaub gehabt hätte, hätte sie das verhindert. Zum Beispiel, dass ich die Ausbildung bekomme. Und dann, wenn so eine die Ausbildung machen kann, dann ist eher Ausbildung nichts mehr wert. Und dann habe ich halt auch sowas immer zu hören gekriegt. Und da ich halt auch massiv gemobbt wurde, dann, das war natürlich auch eine schlimme Erfahrung für mich. Und dann habe ich dann halt aufgehört, danach dem Probehalbjahr. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und mit den, ja, in der Arztpraxis und so. Eine hatte ich ja dann halt auch schon erzählt, da das mit dem Bobby. Ja, wo ich da mit einer Arztpraxis da, das weiß ich nicht, kann ich ja meinetwegen ja gerne noch mal erzählen, aber hatte ich ja eigentlich ja schon. Ja. Und ja, da habe ich eigentlich ganz, ganz viel gemacht. Aber das einzigste Problem ist halt immer finanziell halt, immer die Finanzen, dass es da halt immer Probleme gibt alleine. Und wie gesagt, jetzt durch die Schauspielerei, ich meine, das ist jetzt auch ein Teil halt von meinem Beruf, also der Schauspielerei. Und was natürlich halt auch ganz, ganz toll ist, was ich jetzt halt auch mache,
dass ich das Theater spielen darf. Genau, und das ist jetzt halt auch in Benin. Das Stück heißt Cheer Out Loud, was wir da jetzt gerade machen, was wir da gerade spielen. Und das ist halt in Berlin, am Krippstheater, am Hansaplatz. Und ja, da hat man jetzt auch, da hat man früher dann halt auch in Berlin dann halt auch gewohnt. Wir brauchten ja da eine Wohnung. Da haben wir in Rudow gewohnt, ja, für die Proben. Wir brauchten ja da eine Wohnung, dass ich dann halt da immer zu den Proben hingehen konnte. Und ja, es hat schon irgendwie schon viel Spaß gemacht, halt auch so mit den Proben und so. Wenn man das Stück erst so ein bisschen inszeniert hat, dass man halt sich da so eine Geschichte ausdenkt und so. Ne? Und dann irgendwann dann war es dann irgendwann dann mal so weit. Das war dann, warte mal, das können wir überlegen, das war dann im Oktober, glaube ich, ne? Oder war es schon ein bisschen früher? Ich glaube, das war schon im Oktober. War, hatten wir Probe, Oktober, November, Dezember gehabt. Und ich glaube auch noch bis Januar, glaube ich, soviel ich weiß. Also waren es 4 Monate. Mit den Proben. Ja, und dann ging es dann halt auch bald auch mit den Vorstellungen. Dann war am 17. Januar 2019 dann die Premiere. Auch sehr schön. War meine allererste Premiere dann. War schon cool. War schon toll. Und das war dann halt auch für mich meine allererste Bühnenerfahrung. Ja, weil ich das ja eigentlich ja sonst noch nie gemacht habe. Aber der Regisseur, also der heißt Robert Neumann, der Regisseur, und er hat dann gemeint, ja, er könnte sich das halt schon irgendwie vorstellen, ne, dass ich dann irgendwann auch mal richtig Theater spielen könnte, Theater spielen würde, weil er das ja dann gesehen hat, was ich so mache in Bezug halt auf die ganzen vielen Film- und Fernsehauftritte. Hat er das gesehen, hat den Film Be My Baby, und da fand er das so faszinierend, hat er gesagt, ja, er kann sich vorstellen, dass ich Theater spielen kann. Also richtig auf einer Bühne.